Der Kontinent rund um den Südpol. Gefrorene Welt. Unveränderlich. Lebensfeindlich. Wir nennen es das ewige Eis. Doch in Wirklichkeit ist hier alles in Bewegung. Gletscher fließen, Eisberge kalben. Die Eismassen auf dem Kontinent ziehen sich zurück. Wie wird unser Klima darauf reagieren? Wie verändert sich der Meeresspiegel, wenn das Eis schmilzt? 9 Wochen lang wird ein deutsches Forschungsschiff nach Antworten auf diese Fragen suchen. Denn wer die Pole versteht, der versteht das Klima der Welt. Januar 2010 im Hafen von Wellington in Neuseeland. 4 Jahre lang haben sie diese Expedition vorbereitet. Die meisten Wissenschaftler kommen vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven und Potsdam. Einige arbeiten an Universitäten in Dresden, Bremen, Bristol. Die Kräfte der Erde sind ihr Thema. Das Gewicht des Eises, die Gewalt des Wassers. Sie sind Geologen oder Geophysiker, Landvermesser und Ozeanographen. Jetzt müssen sie dafür sorgen, dass ihre Messinstrumente richtig verkabelt sind. Ich bin froh, dass wir alles wahrscheinlich heute Abend fertig haben, sodass sie jederzeit losgehen können. Eine Reise ins Unbekannte. Nur jetzt, im antarktischen Sommer, haben sie mit dem Eisbrecher eine Chance, ihr Forschungsgebiet zu erreichen. 10 Wochen wollen sie unterwegs sein. Wenn die Hügel Neuseelands hinter dem Horizont verschwunden sind, gibt es kein Zurück mehr. Die Reise wird sie in die menschenleere Weite führen und in die Tiefe der Zeit. 12 Tage lang zeigt der Bug nach Süden. Auch ein massiger Eisbrecher wie die Polarstern weicht den Sturmtiefs lieber aus. Von Neuseeland auf direktem Weg in die Westantarktis. Allein um das Forschungsgebiet zu erreichen, muss das Schiff mehr als 8000 Kilometer zurücklegen. Am 10. Tag das erste Eis. Ab jetzt wird es ihr ständiger Begleiter sein. Zwei Tage später ändert das Schiff den Kurs. Jetzt geht es Richtung Osten, immer parallel zur Küste des antarktischen Kontinents. Noch einmal 2 Wochen geradeaus, dann hat die Polarstern das Hauptarbeitsgebiet der Expedition erreicht. Die Pine Island Bay in der Westantarktis. Eine Bucht ungefähr so groß wie Deutschland. Nur einige Male in den vergangenen Jahrzehnten haben Wissenschaftler versucht, hier einzudringen. Doch das Eis war zu dicht. Die Gegend ist so gut wie unerforscht. Man kommt hier relativ dicht an die Gletscher ran. Gerade in diesem Jahr ist ein außergewöhnliches Jahr. Also wir haben ja festgestellt in den letzten Tagen, dass die Region nahezu meereisfrei ist, von einigen Flecken abgesehen. Und das ist also seit Jahrzehnten nicht passiert. Das liegt aber sicherlich an den Wetterverhältnissen, die einfach die Eisschollen hier raustreiben aus der Region. Aber der Grund, warum in der Vergangenheit hier nicht sehr viel gearbeitet wurde, lag einfach daran, dass wir sehr weit entfernt von irgendwelchen Häfen sind. Und wir sind weit weg von antarktischen Forschungsstationen. Das heißt, in der traditionellen Antarktis-Forschung ist diese Region für lange, lange Zeit vernachlässigt worden. Und auch teilweise sehr unzugänglich, denn bis vor kurzem waren die Eisverhältnisse schon so, dass man hier kaum in diese Bucht hineingekommen sind. Die Antarktis-Forschung interessiert sich sehr für die riesige Pine Island Bay. Denn was hier geschieht, hat Folgen für das Klima auf der ganzen Welt. 2 Gletscher münden in die Bucht. Und die beiden schmelzen schneller als alle anderen in der Antarktis. Rund 4 Kilometer gehen Jahr für Jahr verloren. Das wissen die Forscher aus Satellitenaufnahmen.
In weiten Teilen der Antarktis herrscht ein Gleichgewicht. Was an Eis verloren geht, kommt als Schnee von oben wieder zurück. Erst wenn der Schnee den Verlust an Eis nicht mehr ausgleichen kann, werden die Gletscher dünner und brüchiger. Allein die beiden Gletscher in der Pine Island Bay könnten den Meeresspiegel um 1,5 Meter ansteigen lassen. Und zwar weltweit. Schmilzt das gesamte Eis der Westantarktis, dann steigt das Wasser sogar um 6 Meter an. Inseln und Küstengebiete würden überflutet, auch auf der Nordhalbkugel. Holland und Norddeutschland stünden unter Wasser. Was geschieht in der Pine Island Bay? Warum schmelzen die Gletscher in diesem Tempo? So eisfrei haben die Ozeanographen die Bucht noch nie gesehen. In diesem Jahr können sie hier ein ganzes Netz von Beobachtungspunkten auslegen. Dicht an der Eiskante suchen sie nach den gefährlich warmen Wasserströmungen. Irgendwo in der Tiefe drücken sie unter das Eis. Die Fühler im Inneren des Messgerätes schicken ihre Daten in den Windenleitstand. Informationen über Salzgehalt und Temperatur aus jedem Meter Wassertiefe, von der Oberfläche bis kurz über dem Meeresboden. Irgendwo 200 Meter oder so, die Hauptschwimmsalzgehalt. Wenn du aber den Salzgehalt über einen größeren Bereich machst, dann ist es natürlich... Wir haben noch 20 Meter. Das ist vernünftig. Nee, das ist alles. Es wird langsam echt spannend. Noch 2 Meter, bitte. 2 Meter. Mit 0,2. Mhm. Und Stopp. Stopp. Gestoppt. Die ist auf Tiefe. Sonde auf Tiefe, ja. Position, bitte. 72 Grad. 6,6. Schon wenige Zehntel Grad reichen aus, um das empfindliche Gleichgewicht von Eis und Wasser zu stören. Und tatsächlich, zwischen 500 und 1000 Metern Tiefe ist die Wasserschicht ungewöhnlich warm. Der Pine Island Eisstrom ist der am schnellsten schmelzende Gletscher in der Antarktis. Das heißt, hier kann man lernen, wie schnell Prozesse gehen, wie schnell man einen Gletscher zum Abschmelzen bringt. Und aus Satellitendaten der letzten Jahre wissen wir, dass die Eisfront immer weiter zurückrutscht. Das heißt also, es wird mehr geschmolzen zurzeit. Und wir müssen halt versuchen herauszufinden, inwieweit das ein natürlicher Prozess ist oder eben schon dem Klimawandel geschuldet ist. Die Wärme her, die die Gletscher so schnell zum Schmelzen bringt. Vor 1 bis 2 Millionen Jahren haben vulkanische Eruptionen diesen Bereich der Pine Island Bay geprägt. Das wissen Forscher aus Bodenproben und Bohrkernen. Ist dieses vulkanische System noch aktiv, dann könnte es das Eis auch sehr schnell zum Schmelzen bringen. Wie auf der Nordhalbkugel die isländischen Vulkane ihre Gletscher. Dieser Frage geht Norbert Kaul, der Geophysiker aus Bremen, nach. Mit seiner Arbeitsgruppe an der Universität hat er die Wärmelanze gebaut. Sie bohrt sich in den Meeresboden. Bis auf 1/1000 Grad genau registrieren hochempfindliche Thermometer, ob die Temperatur im Boden ungewöhnlich stark ansteigt. Das Eis schmilzt, und das schmilzt natürlich von unten auch, nicht nur von oben durch Klima. Und die Frage ist hier, wird das außergewöhnlich stark von unten geheizt? Und das wäre geothermischer Wärmestrom und das wäre Wärmestrom, der mit Vulkanismus verbunden ist. Der würde also zu einem Schmelzen, zu einem Schmelzen an der Unterseite der Gletscher führen, die ganze Geschichte schnell machen. Der Gletscher könnte schnell ins Meer fließen, wenn er denn unten außergewöhnlich warm ist.
Immer wieder wird Norbert Kaul in den nächsten Wochen seine Wärmelanze einsetzen. Am Ende will er eine Karte über die Bodentemperatur erstellen. Vielleicht ein erster Anhaltspunkt für aktiven Vulkanismus im Gebiet der Pine Island Bay. Seit 6 Wochen sind sie auf See. Und so tief in der Bucht wie nur wenige vor ihnen. Geologen wollen einen Sedimentkern ziehen. So nennen sie es, wenn sie ein schmales Plastikrohr in den Schlamm des Meeresbodens drücken und wieder nach oben befördern. Für sie ist die Arbeit in der Pine Island Bay besonders interessant. Die Bucht liegt im Bereich des sogenannten Kontinentalschilfs. Das ist die flache Küstenzone des antarktischen Kontinents. Das Wasser ist hier höchstens 1000 Meter tief. Das Eis hat sich immer wieder über diese flachen Küstengewässer bewegt. Es hat sich ausgedehnt und zurückgezogen im Rhythmus der Kalt- und Warmzeiten. Spuren im Meeresboden zeugen davon. Bis zu 30 Meter lange Sedimentkerne können sie auf der Polarstern ziehen. Mit diesen Kernen reisen sie tief in die Zeiten und weit zurück in die Erdgeschichte. Manchmal stecken 800.000 Jahre Klimageschichte in einem Rohr. Der Ozean hat ein langes Gedächtnis. Er nimmt Strömungen auf und Partikel, tote Tiere und Steine, die die Eisberge verlieren, wenn sie schmelzen. Zehntausende von Jahren lagern sich ab auf dem Meeresboden. Spuren eines Vulkanausbruchs, Schlamm, Federn, Muschelschalen, Staub. Was von oben dazukommt, verdichtet die unteren Lagen. Der Boden wächst, Schicht für Schicht. Ein Archiv der Klimageschichte. Hier hat ein Eisberg eine Lage Steine verloren, dort eine Eiszeit eine Gerölllawine abgelegt. Da finden sich Spuren von Organismen. In dieser Epoche muss das Klima warm und der Ozean eisfrei gewesen sein. Die Sedimente erzählen uns letztendlich die Rückzugsgeschichte des westantarktischen Eisschilds nach der letzten Eiszeit vom antarktischen Schelf. Wir wissen sowohl auf der Basis von geophysikalischen Daten als auch von Sedimentkernen, die wir also überall auf dem Schelf gezogen haben, dass während der letzten Eiszeit der westantarktische Eisschild über den Schelf vorgerückt ist und dort aufgelegen hat. Und am Ende der letzten Eiszeit hat sich dieser Eisschild begonnen, sich vom Schelf langsam zurückzuziehen zur heutigen Küste. Während die Ozeanographen die aktuelle Fieberkurve des Wassers messen, blicken die Geologen zurück in eine Vergangenheit, die weit vor unserer Menschheitsgeschichte liegt. Aus ihren Sedimentkernen wollen sie Informationen ziehen über den Wechsel zwischen Eiszeiten und Warmzeiten. Wie schnell ist das Eis damals vorgerückt? Wie schnell hat es sich zurückgezogen? Welche Folgen hatte es für das Klima der Welt, dass das Eis in der Antarktis schon einmal komplett abgeschmolzen war? Wenn Sie den Rhythmus und den Takt der Vergangenheit verstanden haben, dann können Sie vorhersagen, wie sich die Eismasse in Zukunft verhalten wird. Das wichtigste Projekt der Geophysiker auf dieser Expedition verbirgt sich in einem gelben Kabel. Sie nennen es Streamer. 3 Kilometer lang, so dick wie ein Arm, vollgestopft mit empfindlichen Unterwassermikrofonen. Wochenlang zieht die Polarstern das Kabel hinter sich her. Die roten Flieger sorgen dabei für Sicherheit. Sie halten das Kabel in einer Tiefe von etwa 10 Metern. Sinkt es ab, dann öffnet sich ein Airbag und das Kabel treibt an die Wasseroberfläche.